Grüß euch. Ich bin die Liesel. Eigentlich Lisa Augenthaler. Ich bin 23. Ich bin ein echtes Münchner Kindl. Ich bin am Rotkreuzplatz geboren. Ich bin also kein Zugroßte, so wie alle anderen. Momentan gehe ich nur auf die Schauspielschule. Das habe ich aber eigentlich schon im Kindergarten beschlossen, dass ich das machen will, weil da habe ich von den Rüsschen die Hauptrolle gekriegt, weil die Kindergärtnerin hat gesagt, die Lisi kann am besten fallen und am besten schmusen. Ja. Dann bin ich auf die Grundschule gekommen. Das war dann nicht mehr ganz so lustig, weil da hat man schreiben lernen müssen. Und das mit dem Groß- oder Kleinschreiben, das habe ich ums Verrecken nicht verstanden. Und meine Mama hat mir dann erklärt, also Lisi, alles was man angelangen kann, das schreibt man groß. Und alles was man da kann, das schreibt man klein. Diktat. Der Vogel fliegt über das nahe Feld. Ja, jetzt habe ich Vogel natürlich kleinschreiben, weil den erwischt man ja nicht. Und jetzt seid ihr mal ganz ehrlich, wer vor euch kann fliegen? Ah. Keiner. Also schreibt man es groß. Logisch, oder? Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen. Da habe ich dann mein Abitur gemacht, aber wie ich das bestanden habe, das weiß ich eigentlich nicht so ganz genau, weil ich habe mich anstatt mit Kurvendiskussionen eigentlich eher mit Tierimitationen beschäftigt. Meine Lehrer, die sind fast wahnsinnig geworden mit ihrer Phantomtaubenplage vorm Fenster. So, und dann habe ich mir nach dem Abi gedacht, jetzt musst du mal raus aus der Heimat, jetzt musst du ins Ausland. Und dann bin ich nach Köln. Köln-Nippes, das war so super mit der Kölner Dom, Kölsch, Karneval. Karneval. Ich hatte ja gar kein Kostüm. Ja, dann habe ich so einen Saupreis gefragt. Entschuldigung, könntest du mir sagen, wo man da Trachten kann und kaufen kann? Englisch. Englisch, please. Ist der blöd? Hat der schon einmal in Bayern Englisch reden hören? Dann habe ich zu ihm gesagt, my lovely Mr. Singing Club, with you is not good cherry eating, ha? Huh? Dann bin ich nach Österreich. Dann habe ich mir erst einmal zwei Wiener und ein Brezen bestellt. Dann bringt mir der Depp zwei Schnitzel. Habe ich gesagt, ich will zwei Wiener. Was wollen Sie denn? Das sind doch Ihre Wiener Schnitzel. Dann habe ich gesagt, ich habe aber keine Wiener Schnitzel bestellt, sondern zwei Wiener und ein Brezen. Seit wann frisst man zum Schnitzel ein Brezen? Ja, dann bin ich home, weil ich mir gedacht habe, nirgends versteht mich einer. Dann bin ich in Menger zum Metzger und habe mir ein gereichertes Bammerl bestellt. Gänsefleisch. Nein, ich will kein Gänsefleisch. Ich will ja Wammerl. 2 Pfund gereichert Wammerl. Gänsefleisch etwas deutlicher sprechen. Dann habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Mich versteht keiner. Wo soll ich hin? Das ist doch da meine Heimat. Aber ich habe eine Lösung. Ich habe Hochdeutsch gelernt. Kaltes, klares Hochdeutsch. Wird's euch. Guten Tag.